Juhu, und willkommen zurück zu Carpador vs. Top 4, welches gerade wir ganz nennen. Ja, wir haben letzten Part Ulrich mit unseren Carpador-Teams besiegt. Wenn ihr es verpasst habt, schaut euch das jetzt an. Ich habe jetzt einmal mal meine Carpas geheilt. Das kann ich euch leider jetzt nicht zeigen. Doch, so ein bisschen kann ich jetzt zeigen. Nein, eigentlich nicht wirklich. Ihr werdet nicht alles sehen. Egal. Wir sagen, Antonia ist als nächstes dran. Das Problem an Antonia ist, ihre Pokémon alle haben alle den Typ Geist. Ergo, wir haben nur Sprungfeder als Attacke, die überhaupt Schaden macht. Und so werden wir spielen. Wir werden zuerst, werde ich, und da haben wir unser Übercarp ganz vorne. Mit Lehmohr. Das muss einfach reichen. Dann werden wir beim zweiten oder dritten Pokémon, je nachdem, werden wir wechseln auf unser Walband Carpador, um dann letzten beiden Pokémon zu besiegen, weil es sowieso mit ein paar APs nicht ganz ausreicht. Aber ich würde sagen, auf geht's. Ansonsten müssen wir wieder unser Lieutenant Carp reinschicken und dann halt ein bisschen X-Items benutzen. Alles klar? Haha, ich habe schon auf dich gewartet. Diesmal habe ich ein paar neue Tricks auf dich auf Lager. Sehr auf alles vorbereitet. Bäm, Antonia möchte kämpfen. Mein Carpador-Team wartet auf dich und so. Barnett benutzt du als erstes. Alles klar. Bam, 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 bam. Über Carp. Ich hätte eigentlich noch einen Shiny Carpador mit reinnehmen müssen, aber egal. Es kommt auf den Epicness-Faktor an und Sprungfeder. Wir sind natürlich wie immer schneller. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir für gewöhnlich, also da wir Level 100 sind und Carpador wirklich eine hohe Speed hat und ich natürlich die ganzen EVs noch in Speed gemacht habe, für gewöhnlich immer schneller sein sollten. Oh, es reicht natürlich nicht. Wow, es reicht nicht. Das ist scheiße. Ich habe keine Ahnung, was diese Fähigkeit Nachtspiegel gerade bewirkt. Das könnte ich echt mal na live nachschlagen. Das haben wir denn ein schönes Nachtspiegel. Angriff durch besiegt, denkt der AP des Attack auf 0. Uah. Natürlich echt nicht gut. Das heißt, meine AP ist von. Ey, das hat mir so. Ich muss sowieso angreifen. Mit einer KKP. Ich möchte weiterkämpfen. Aber offenbar bin ich einfach immer schneller. Ja, ich habe noch Sprungfeder. AP ist alles klar. So, ich glaube, beim nächsten Pokémon müssen wir raus. Donnerblitz. Oah. Das besiegt mein Carpador auf jeden Fall. Es ist paralysiert, like Boss. Yeah, okay, alles klar. Aber trotzdem greift's an. Okay, tschüss, Übercarp war nett mit dir. Können die anderen noch? Ja, es gibt noch. Was war denn das? Splash them all haben wir noch. Du warst es mit dem Walband, genau. Bam. Splash them all! Ja, natürlich machen wir Sprungfehler, weil alle Attacken keine Wirkung haben würden. Das ist halt Geister, ne? Aber sollte war. Ja, wie es aber trotzdem nicht paralysiert ist. Ja, komm schon ein bisschen. Gönn mir mal ein bisschen Hexspiel, ja? So, das Problem ist, jetzt kommt sein Triphtzipilon wahrscheinlich. Nee, Scalabra. Okay, das Problem ist, Scalabra kann Energieball. Aber Scalabra hat nicht unbedingt. Ist nicht sehr defensiv, also glaube ich jedenfalls. Ich kann mir vorstellen, dass Scalabra, dessen Verteidigung nicht so hoch ist wie von anderen Pokémon. Und es reicht trotzdem nicht. Aber es ist paralysiert. Es könnte jetzt paralysiert sein. Und ich könnte brennen. Alter. Ja, das ist jetzt ein bisschen assi. Es kann sein, dass es nicht reicht. Das ist das Problem. Es kann sein, dass es nicht reicht. Oh, Flammenkörper. Warum heißt es nicht schildlos? Oh, er kriegt natürlich die Fullpara ab. Ich denke, ich wechsle dann mal aus. Würde. Ja, dann wechsle ich mal aus, ne? Ah. So. Capo Speed. Oder der andere. Du hast. Genau, nee, dann war das, Fast and Carp.
Das trägt nämlich ein Wahlschal. Also wir müssen natürlich in jedem Fall schneller, das ist alles klar. Ach, nein. Nein! Nur zur Topgenesung! Alter, das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Die hat jetzt nicht Top-Genesung gerade benutzt. Krieg ich hier sind die Para wieder und kein Burn. Ja. Oh, fuck. Wow, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Das Vieh raped ist jetzt ein bisschen hart auseinander. Aber ich sehe gerade, die anderen Pokémon können auch nicht schöner attacken. Ja, damit ist es... Das bringt mir aber gerade nichts. Bringt mir das was? Ja, das könnte sein, dass ich gleich auseinandergeschmissen werde. Ja, ich muss einmal riskieren. Das kann sein, dass jetzt nichts wird. Warum musste die Lumikugel Top-Beleber benutzen? Und warum war ich verbrannt vor allem? Könnte es jetzt bitte paralysiert sein? Wow, ich habe überlebt. Wow, ich habe überlebt. Wow, ich habe überlebt. Wow! Evolit! 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 Ich glaube an den Evoliten. Wow! Alter, das ist jetzt nicht passiert. Das ist jetzt gerade nicht passiert. Wow, okay, Lieutenant Carp. Das können jetzt... Ah, das ist jetzt wirklich jetzt richtig böse. Also den kriegen wir jetzt auf jeden Fall down. Oh, die benutzt Nasentab-Genesung, die dumme Bitch. Was ist das denn? Alter, was ist das denn? Ja, Fokus Gott, ich weiß. Jo. Das ist jetzt echt nicht so cool. Warum benutzt die ihre Top-Genesung? Tja, das kann sein, dass wir jetzt gleich auf unsere Reserve zurückgreifen müssen. Boah. Kannst du mir bitte einen Quit oder eine Paralyse geben? Und eine Paralyse, danke. Warum, Spiel? Okay, dann müssen wir jetzt auf Plan B zurückgreifen. Ich werde erstmal ein paar Pokémon heilen. Also Watson ist super defensiv gebaut. Werden wir immer mal so ein paar Pokémon heilen. Ein sehr unterstarktes Heilmittel ist das jetzt, ne? Beleber. Wir heilen auf jeden Fall Fastenkarp, das ist unser Pokémon. Ja, komm. Komm, das hängen wir doch ganz entspannt weg. Ja, komm. Wir haben ja auch nur die Überreste drauf, deswegen. Mag ich mir jetzt nicht so viel Sorgen. Watson ist defensiv. Watson ist super defensiv. Trotzdem werden wir jetzt, der greift mich ja speziell an. Dann machen wir erstmal X-Spezialverteidigung auf Watson. Also wie ihr euch vielleicht denken könnt, ist Watson das Pokémon, das auf Staffette kann. Ich hab's ja gezeigt im ersten Part, was für Attacken die können. So, das ist jetzt echt, das muss ich leider machen. Das tut mir jetzt wirklich echt total leid. Ich werde jetzt eins an der Carpador hochboosten. Nein, nicht den Supertrank. Übertrank bitte. Auf Watson bitte. Aber gegen Geister-Pokémon, ich hätte natürlich jetzt übelst mit Trashpflege durchfahren können, aber... Hey, es sind Geister-Pokémon! Ja! Wir machen X-Spezialverteidigung. Ja, als nächstes kommt sowieso noch hier Zirkflinst mit Donnerschlag. Aber ich habe schon mit gerechnet, deswegen habe ich ja Watson mitgenommen. Watson, mein super Supporter.
So, noch eine X-Spezialverteidigung. Dann, ja. Noch ein paar X-Verteidigungen rein, dann dreimal Schwertanz und dann X-Genauigkeit, Schaffette und dann mache ich die alle fertig. Dann mache sie alle fertig! Also ich werde auch mit Watson sie angreifen. Ich habe natürlich eine Käferattacke drauf und können ihn einfach zerstören. Werde ich aber jetzt nicht machen, der Challenge wenigstens. Genau, dann werden wir auf jeden Fall noch X-Abwehr einmal drauf tun. So. Und ich brenne, juppie. Das ist jetzt nicht so toll. Dann müssen wir nachher noch Top-Genesung, alles klar. Alles klar, Temposchub. Ach, das ist einfach das perfekte Supporter-Pokémon. KP und Erholung. Top-Genesung, wo haben wir es? Hier auf Watson, bitte. Bam. Alter, ich hätte das Viech schon dreimal besiegt da drüben, wenn die nicht Top-Genesung gehabt hätte, ja. Aber das, wenn die cheatet, dann cheat ich jetzt auch ein bisschen, ja. So, dann haben wir hier noch, weil ich habe ein bisschen mitgedacht, und zwar hat ja Sprungfedern nur 95% zu treffen, deswegen machen wir hier noch einmal X-Treffer drauf. Und es hat jetzt voll die Full-Para. So, dann fangen wir mal an, mit Schwertschutzlanz zu machen. Bam. Hui. Ich mache es jetzt einfach mit kurzen Prozessen nächstes Mal. Yeah, dann boosten wir uns noch kurz hoch, dann wechseln wir. Weil wenn wir sowieso mit Schaffette rauswechseln, wird er Flammenwurf machen, das tankt der Carpador ganz entspannt weg, ist er nicht sehr effektiv und dann evoliert und den ganzen Bla. Yay! Ich wusste schon, warum ich Watson die Überreste gegeben habe. So, noch einmal Schwerttanz. Dann haben wir quasi maximalen Angriff. Init haben wir sowieso schon maximiert, müssten wir jetzt wirklich. Ich habe nicht drauf geachtet, aber es dürfte schon so sein, ne? Würde ich sagen, auf geht's, Leute. Bam! Also, ich hätte mich Carpador heilen sollen. Ich. Depp. Das ist noch halb angeschwächt. Ups. Ups, jetzt war ich komplett heilen sollen. Aber das denken wir doch. Ja. So. Wenn ich jetzt nicht haben, wir haben jetzt plus 6 Speed. Plus 6 Angriff, plus 3 Verteidigung, Spezialverteidigung und plus 1 oder 2 Verteidigung. Bam, ja, das ist ausreichend klar. Und wir brennen. Fuck. Fuck! Das ist nicht gut. Das ist jetzt richtig kacke. Warum habe ich nicht geheilt? Ja, also das Problem ist, wir machen natürlich noch genug Schaden und so. Die Flagge tanken wie ein Donnerschlag von Zirflins. Ich glaube tatsächlich, ja. Wenn ich jetzt das Problem, wenn ich jetzt angreife, springe ich hoch, eine Verbrennung überlebe ich, die zweite killt mich dann. Deswegen müssen wir das mal so machen. Der macht den Donnerschlag. Ah, es war sogar ein Crit gewesen, alles klar. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen safer. Das war sogar ein Crit, da ging ich mit der kompletten Verteidigung durch. So. Jetzt kommt nur noch sein Zubiris. Es kommt nur noch sein Zubiris. Es ist kein Mogelhieb. Nein, es hat trifft, ah, trifft Lietz und hat sie übersprungen. Wir haben nur noch eine Sprung wieder drauf. Fuck! Das ist nicht gut. Kann mir das irgendwas? Ich muss ein anderes Pokémon wiederholen, das ist das Problem. Wir benutzen. Wir versuchen jetzt einfach mal einen Angriff zu tanken. Das Problem ist, ja. Gott. Ja, AP und so, ne? Ich habe Elixier dabei, das werde ich wahrscheinlich im Kampf einfach benutzen. Eissturm. Na komm. Tanken wir! Tanken wir! Jetzt sind wir eingefriert. Initiative sinkt, komm, ist mir egal.
So, KP, Status Heilmittel. Haben wir hier irgendwo. Wir haben doch irgendwo die KP und Erholung. Wir haben doch hier irgendwo die Items hier, Äther und Elixier. Ja, komm hier. Auf Fasten Carb, auf Sprungfeder. Bam. Yeah, sind wieder Troll. So, Problem, alles ganz entspannt, wieder ganz entspannt. Ganz entspannt, ganz entspannt. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ach, der Innentrop ist mir so egal. Ich bin sowieso schneller als alles, was du hast. So. Das ist jetzt. Das ist ein bisschen böse mit Geister gegen Geister-Pokémon, ne? So ist. Na! Oh Gott, Alter, ich dachte gerade, es wäre sowas wie, oh, ich besiege, du besiegst mich mit einem Schlag und. Ah, oh Gott. Oh, da bleibt kurz mein Herz stehen. Zu Biris. Ja, es wird dich jetzt mega an. Es kann Mogelhieb, das weiß ich. Das heißt, es wird mir jetzt nochmal ein bisschen Schaden reindrucken, wahrscheinlich. Wenn der Gegner klug spielt, macht er jetzt einen Mogelhieb. Macht er aber nicht, okay. Das Böse, was er machen könnte, ist einen Schmarotzer, der mich trifft. Weil ich habe plus 6 Angriffe den ganzen Plan. Genau. Da hat er auch gerade nicht mehr Rotzer gemacht. Halt, ich muss ihn jetzt one-hitten. Und ich tu's nicht! Alter! Warum? Wie kann das denn nur überleben? Fuck this shit. ja, wir holen jetzt das Majestät wieder. Oh, dieser Kampf gegen Geister-Pokémon ist echt schlimm. So. Wehenkraft. Komm, ist mir egal, ob das effektiv ist. Ich bin 95. Ich bin Level 95. So. KP in Erholung. Es braucht nur noch einen einzigen Schlag. Alter, komm, was kann denn das? Das war da garantiert Min-Damage, aber garantiert. So, Juwelenkraft ist speziell. Wir werden jetzt noch einmal X-Spez-Verteidigung reinhauen. Das ist das Falsche. Das ist halt echt toll mit der Kamera. Spitzverteidigung. Werden wir es noch einmal machen. Wie stark ist denn die Juwelenkraft überhaupt? Okay. Aber ich glaube, zu Biris ein Angriff ist gar nicht so gut. Deswegen. Wir müssen einen Angriff tanken. Also einmal Juwelenkraft ist das jetzt. Und wir müssen treffen. Das sind jetzt die Bedingungen. Macht wieder Schmarotzer, okay. Das ist jetzt ganz schlimm, mein Kabel des Angriffs ist halt echt scheiße, ne? Ist halt so Wahrheit. Sorry for telling the truth, ja. So. Ja. Woo! Na, Carpo, da geht's. Carpo, da Sweep geht weiter. Ich habe nichts anderes erwartet. Und ich bekomme ganz viel Geld. Oh, schade, schon wieder verloren. Aber meine Pokémon haben vereinte Kräfte gekämpft und das Band sich weiter gestärkt. Ich freue mich auf unseren nächsten Kampf. Yo! Kapato hat die Geister-Top-4-Tanze besiegt. Alles klar. So, Leute. Im nächsten Part machen wir die nächste. Den nächsten, das ist der dann Frostier. Können wir wieder mit Rechtschläge und sowas arbeiten. Wird dann vielleicht ein wenig entspannter, aber nur ein wenig. Jo, ich heile es gleich wieder aufs Game, meine Pokémon. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch gefällt das hier. Bis dahin. Ciao.